Vor einigen Jahren hatten wir die Idee, unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, verschiedene Hilfsmittel im weitesten Sinne ausprobieren lassen zu können, noch bevor sie sie in ihrer Wohnung einsetzen. Und da entstand zunächst die Idee einer kleinen Ausstellung. Das hat sich aber als nicht so praktisch erwiesen. Daraufhin hatten wir die Idee, eine Gäste- und Musterwohnung einzurichten, und das konnten wir dann vor 3 Jahren realisieren. Die Besonderheit dieser Wohnung ist, dass wir hier das, was wir tun konnten, Türen verbreitert haben, wir haben Türklinken herabgesetzt, wir haben die Lichtschalter und die Steckdosen auf entsprechende Höhen gesetzt, sodass sie leichter zu erreichen sind. Wir haben uns dann noch überlegt, was wir noch tun können, zusätzlich zu dem Paternoster-Schrank in der Küche und zu der beweglichen Arbeitsplatte, und haben uns dann entschlossen, das Licht und auch die Heizung, dass das hervorragend über ein Tablet zu regeln ist und auch eben Menschen mit Handicap entsprechend unterstützen kann. In dieser Wohnung gibt es ein fest eingebautes Tablet im Eingangsbereich. Von dort kann man die ersten Szenarien aus sofort steuern, wenn man die Wohnungstür geöffnet hat und dann im Flur steht. Und es gibt ein zweites Tablet, das steht in der Küche, hat dort seine Ladestation und ist dann aber flexibel aus jedem Raum heraus zu benutzen. Und wenn mir schon im Flur langweilig ist, dann kann ich von dort aus auch schon das Radio und den Fernseher entsprechend bedienen. Über das Tablet hat man die Möglichkeit, auch wenn man sich in der Wohnung befindet, die Gegensprechanlage zu bedienen und auch zu sehen, wer sich vor der Wohnungstür befindet. Dort ist eine Kamera mit einer speziellen Lichtquelle auch ausgestattet, sodass man die Möglichkeit hat, zu überprüfen, wer steht vor der Tür. Über das Tablet habe ich dann im Flurbereich sofort die Möglichkeit, einen bestimmten Modus zu aktivieren, in diesem Fall den Anwesenheitsmodus, und dann ist dort hinterlegt, dass das Licht automatisch eingeschaltet wird. Die Wohnung befindet sich im Tagmodus.